Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play High Warriors. Heute machen wir mal weiter auf der Abenteuerkarte. Und hat sie irgendeine interessante Waffe bekommen? Die nehme ich. Und die Schlacht ist einfach mit dem Glätt. Und das schaffen. Der Angriffsmodus ist zwar jetzt nicht mehr so spannend, sagen einige immer, die ich kenne. Aber auf jeden Fall noch spannend genug zum Spielen. Okay, wie macht man am besten? Einen wird erstmal einnehmen. Ja, schön drauf zielen. Und jetzt kommt ja mehr drauf an, dass man nicht zu viel Leben verliert. Okay, hier eingenommen, noch weiter oben. Okay. Wieso habe ich eigentlich eingenommen? Warum soll ich gerade nochmal nach suchen? Die Knochenjäger-Gang. Aber ja, schon einen Ampelmodus geschafft. Das wird wohl kein großes Problem sein im Moment. Und hier Bergfestung. Zumindest ja nicht in jeder Mission ist Gudula. Und eine Schatztruhe. Aber keine wichtige Schatztruhe, wie man weiß. Rubinchen! Okay. Ja, wo ich Magie einsetzen. Yay!
Und die Magie ist immer noch zu dauert immer noch zu kurz. Okay. Aha. Ja, das ist so ist die gute, ja. Immer so voll. Ja. Feuer, Flamme. Voll Feuer und Flamme. So heißt der Spruch. Boah. Stoßtrupp nochmal. Oh. Ein paar kleine Nervensägen. Der Vorposten ist schon wieder im falschen Besitz. Nur ein bisschen aushalten. Oder das Hauptwerk hier von denen. Ups. Das dann kann ich doch nicht von oben nach unten arbeiten. Dann muss ich von unten nach oben arbeiten. Ich muss mich ein bisschen beeilen, denn da sind auch schon die Nervensägen. So, so, und da geht's weiter. Die haben ja schon gute Arbeit. Noch eine Schatztruhe, aber immer nichts Wichtiges. Was ist das? Eine Waffe. Kann so sein. Ein Geschenk? Affenkleidung. Irgendwie den großen Thron. Ja, die Knochengangster sind vorbei. Erledigt. Das heißt, hier gibt's nur noch da aufzuräumen. Wieder Bogen ausrüsten, wegen dem kleinen Gespenst. Aber die sind ja keine großen Gefahren. Wenn mal den Blättmacher dich ziehen würde. Wurden schon wieder Stoßtrupps entsendet. Manche lernen es nie aus. Erst mal wieder, dass sie einnehmen. Und geschafft. Auch viele Gegner besiegt, dann kann's ja was kann's ja losgehen. Na, zuvor erstmal da unten aufhalten, die Sturmtrupps. Stoßtrupps heißen die, aber ich nehme immer Sturm. Ja, weil ich eigentlich wie ein Sturm durch als Einrüstung nur stoßen. Ja, Stoß ist so blöd für mich. Ich würde nur sagen, wie ich es nennen würde. Ich mir wieder auf.
Und nur eine Festung und der ist auch schon geschafft. Wenn die ruhig laufen. Den hätten wir trotzdem nicht nehmen. Ist auch schon fast besiegt. Und geschafft. Und damit auch mit wenig Schaden geschafft und genügend Zeit, auf jeden Fall. Und hier ist ihr Herz. Ein glorreicher Sieg. Okay, das sieht nicht gut aus. Seit ich wirklich im Legendenmodus die Sache mit Linglet gemacht habe, also das ist ungefähr das zweite Kapitel, sieht diese Sequenzen nicht mehr so schön aus mit der Sage und Kokiri-Haarband. Um da hinzukommen, muss man Twilight Princess Quest. Hier muss man irgendeinen Baum kaputt machen. Hier auch, aber das ist der einzige Weg, der mir einfällt. Habe ich da noch irgendwas gehabt? Ich wollte doch irgendwas machen noch. Was das? Nein. Was das? Auf jeden Fall nicht. Hier, immer noch nicht. Hier? Nö. Das war's auch nicht. Das auf jeden Fall nie. Das später, weil ich eigentlich nicht da lang möchte, sondern hier auch. Merkwürdig. Dann eben das hier. Okay, die Schlacht. Okay, erstmal werde ich da gerade aufräumen. Ja, hier müssen. Ja, ich muss irgendwann mit Tief spielen. Mit anderen würde ich mir jetzt den Kopf abreißen. Ja.
ein Gipto. War hier nicht mal ein... Oh, stimmt, das war alles hier? Dann hole ich mir gleich mal die Fee ab, bevor ich sie noch vergesse. Oh, ein paar Stoßtruppler. Oh, ein paar Stoßtruppen. Fee gerettet, meine Fee. Okay, haben wir ein paar Stoßtruppen losgesendet. Besiedelt und geflogen, besiedelt. Danke! Haben einen Huhn zu Hilfe bekommen. Sind wir lieber als ein Huhn als Feind. Jetzt habe ich eine Horde Hühner hinter mir. Das ist ein Bedrängnis. Je mehr Gegner ich besiege, desto mehr Hühner tauchen auf. Dann werde ich erstmal der Arbeit helfen. Komm. Die Missionen aber im Abenteuermodus werden auch manchmal, sind oft ähnlich, aber werden auch manchmal nerviger immer. Wie gesagt, das ist bisher nur die leichteste Stufe. Bürger ist da hinten ja. Und ja, früher, ganz früher, der ist in Gefahr. Kein früher, sehr früher, der ist in Gefahr. Ja, schöner Satzbau. Max ist nur im Hauptquartier. Läuft nun mal der Horde Hühner hinter mir her? Oder nicht mehr? Der ist gerettet. Und ich muss erstmal die Zufuhr der neuen Gegner verhindern. Und 1, 2, 3 und Peng. Gut gemacht, Jake. Hier kann sich erstmal alle vergnügen, wie sie wollen. Ich nehme mir erstmal da alles vor.
Wesen-Kombo sind eigentlich nur die, mit den Elementen Finsternis. Ja, toll. Meine Schatztruhe. Wie hat unbedeutendes? Eigentlich nicht. Das würde eigentlich dann bedeuten, dass einer von beiden das für die Galvol-Person das Herzteil war. Das ist erstmal. Und es ist noch eine Festung, die ich einnehmen möchte. Wer müsste ich da unten rein? Auch die Stoßtruppen. Und schon vernichtet. Nein, so würde ich nicht. Ich will noch diese letzte eine Festung einnehmen, aus einem besonderen, bestimmten Grund. Die Nonna-Schatzkiste, einer großen mit einem Kleid. Ja, Feenkleidung. Nun, Volga, dein letztes Stündlein hat geschlagen. Okay, nein, nicht wirklich. Wir wollen ja nur wieder bekämpfen. Die ganzen jetzigen Szenarios verstehe ich nämlich gar nicht zusammenhängend. Mist, ich hab total. Ja. Nur die alte Leier. Das würde ich eigentlich nicht, aber auch egal. Und mit dem letzten Spiel ist er K.O. Material bekommen. Und nur noch versuchen, die letzten Sachen aufzuheben. Material. Bin nicht mal sicher, ob ich das jetzt noch bekommen würde. Okay. Bürger Zähm und paar Zähne. Kukiri Jäckchen. Wieder irgendwo was verbrennen. Ein Kompass kriegt man dafür. Ist ja nur verheerender Treffer. Ich bräuchte mal mehr Feen. Ich müsste mal gucken, wo die anderen Feen sind. In welchen Leveln. Auf der Karte, glaube ich, waren es noch zwei. Und den Rest hoffentlich irgendwo finden. Ich müsste ja nur 5 Feen geben. 10 Leute nur. 10 Moblins. Hm.
Okay, da oben sind die. Ein Forstkristall, aber ein Träger. Okay, da will ich nur wissen. Schlacht neu starten. Man kann da nicht mit Cheats Schild austricksen. Wir haben Verstärkung bekommen. Danke! Die Kameraführung ist ja, wie soll ich sagen, katastrophal. Dann gehe ich eben von unten lang. Ja, das Beste ist, ich kann hier einfach nur durchlaufen und nichts passiert. Und geschafft. Wurde aber noch einer. Man redet mindestens hier ein Material, der ja nur. Und wir schön die Habe spielen. Und weg war sie. Was ist das hier? Besiegt das Monster auf der Insel. Okay, das können wir im nächsten Part machen. Das würde ich nicht machen. So buchen. Und wer Baum war es? Der ich nie vermutet. Egal. Für diese kleine Mission habe ich auch noch Zeit. Ich brauche viel zu viel Geld. Lana und ihrem Zauberbuch. Und Chic. Marschefehl an Lana, meine ich. Hier hin. Die sind 400 Gegner. Das
das hat ein bisschen zu viel Zeit gekostet, aber auch egal. Und Goma. Okay. Okay. Auch wieder gut besiegt. Okay. Ja, die Riesenmonster sind, du weißt schon, wie schwierig die Mission werden kann, wenn Riesenmonster da sind. Und geschafft. Und diese Mission mache ich jetzt nur noch ungern alleine. Weil die Goma ist noch da und die andere Goma ist auch noch da. Ich hoffe, die bauen wirklich irgendwann mal ein Patch wegen den Texturen mal ein. Oder planen. Hätte die einfach abscheulich aus. Folge ist nun in der Galerie verfügbar. Und das war's ja auch von dem Part. Ich wünsche euch einen schönen Tag und ciao. Im nächsten Part geht's ja hier weiter.